Hallo, ich bin Elienix. In diesem Video zeige ich euch meine vier liebsten Mods für Kleinkinder. Viel Spaß! Ich glaube, wir sind uns alle einig. Die Aktivitäten von Kleinkindern kommen in die Sims 4 eindeutig zu kurz. Aber glücklicherweise gibt es auch hier Mods, die euer Gameplay verbessern können. Wenn du dich mit Mods und Custom Content noch nicht so gut auskennen solltest, ist das gar kein Problem. Ich habe dazu ein Video gemacht, in dem ich alles Schritt für Schritt erkläre. Das Video findest du jetzt hier rechts oben. Gut, dann starten wir jetzt gleich mit dem ersten Mod. Der erste Mod, den ich euch jetzt vorstelle, der ist im Grunde sehr simpel. Du kennst mit Sicherheit den Kreativkunsttisch für Kinder und mit Hilfe von diesem Mod können ihn jetzt auch Kleinkinder benutzen. Damit können eben jetzt auch Kleinkinder basteln und zeichnen. Aber ich zeige dir jetzt gleich, wie das alles funktioniert. Ich bin heute wieder einmal bei unserer Familie Smith und das ist der kleine John. Alle, die mein Video über Mods für bessere Schwangerschaften und Familien schon gesehen haben, die kennen den kleinen John schon, denn in diesem Video wurde er geboren. Falls du es noch nicht gesehen hast, solltest du es dir auf jeden Fall anschauen. Ich stelle darin vier Mods vor, die du auf jeden Fall in deinem Spiel brauchen kannst. Und der kleine John ist mittlerweile eben ein Kleinkind und lebt in diesem Zimmer. Hier habe ich jetzt einen der Kreativkunsttische platziert und wie wir sehen, es ist genau der gleiche, den eben auch Kinder benutzen können. Und wenn ich jetzt darauf klicke, dann sehen wir, er kann hier sitzen, Feiertagsbasteleien anfertigen, Winterbastelarbeiten herstellen und zeichnen. Ich lasse ihn jetzt einfach gleich einmal ein paar Formen zeichnen. Ich warne euch gleich vor, das wird jetzt ein wenig spooky. Wie wir sehen, die Animationen sind nämlich für Kinder gedacht und passen deshalb nicht ganz. Ich habe auch keine Ahnung, was mit seinem Gesicht passiert. Wenn man jetzt aber von den fehlerhaften Animationen absieht, wir sehen, er sitzt hier ganz normal, er zeichnet auch ganz normal. Ganz passt es, wie gesagt, nicht. Die Beine sind ein wenig länger geworden und er sitzt auch ein wenig komisch auf dem Stuhl. Aber prinzipiell funktioniert alles und wir sehen eben, er malt ganz normal, wie normalerweise eben Kinder an diesem Tisch malen. Ja, ich glaube grundsätzlich ist ansonsten alles genau gleich. Okay, jetzt schwebt er auf einmal in der Luft. Ah, okay, er ist aber fertig mit der Bastelei. Stimmung hat er jetzt keine bekommen, aber das Bild ist eben fertig. Wir sehen, es hat Qualität normal und es ist eben hergestellt von John Smith, also von einem Kleinkind. Ja, es ist jetzt auch das hier ein wenig buggy. Man sieht halt einfach, dieser Tisch ist nicht für Kleinkinder gemacht. Aber ich bin sehr zufrieden mit diesem Mod und ich freue mich, dass jetzt auch Kleinkinder endlich basteln und zeichnen können. Das war jetzt auch schon der erste Mod, den ich euch vorstellen wollte. Wie euch sicher aufgefallen ist, es ist ein sehr kleiner Mod, aber meiner Meinung nach machen genau diese kleinen Details das Spiel um so vieles besser. Wenn auch du diesen Mod in deinem Spiel haben möchtest, dann findest du den Link natürlich hier in der Videobeschreibung. Und schon kommen wir zum zweiten Mod. Der zweite Mod, den ich euch vorstelle, der wird dein Sims-Leben auf jeden Fall vereinfachen. Mit Sicherheit kennst du folgende Situation. Du bist mit deiner Sims-Familie unterwegs, ihr seid nicht am eigenen Grundstück, alle haben etwas zu tun und euer Kleinkind hat Hunger. Es hat so viel Hunger, dass schon die Warnung kommt, dass es gleich abgeholt wird oder keine Ahnung. Und du kannst nichts tun, weil die Erwachsenen haben etwas zu tun und ein Kleinkind allein kann genau nichts. Dieser Mod verändert das. Wie genau er es verändert, das werde ich euch jetzt zeigen. Für den zweiten Mod braucht euer Kleinkind übrigens Kommunikationslevel 3. Wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, mein Kleinkind hat das natürlich nicht und deshalb werde ich das jetzt schnell ercheaten. Also, als erstes müssen wir natürlich wieder die Cheatleiste öffnen. Das machen wir mit Steuerung, Umschalt und C und geben jetzt ein Testing Cheats True. Damit haben wir die Cheats jetzt aktiviert. Und jetzt müssen wir eingeben. Stats.set underline skill underline level Leerzeichen Statistik underline skill underline toddler underline communication Leerzeichen 3. Das ist mit Abstand der komplizierteste Cheat, den ich jemals eingegeben habe. Statistik skill toddler communication. Okay, sollte richtig sein und Enter. Levelaufstieg. John hat jetzt Level 3 der Kommunikationsfähigkeit erreicht. Sehr gut. Damit ich euch den Mod jetzt zeigen kann, wird er einfach mit seinem Vater, also mit Daniel, gemeinsam nach San Myshuno reisen. San Myshuno.
Falls du dich übrigens fragen solltest, warum mein San Mai Shuno so unglaublich großartig aussieht, ich habe dazu ein Video gemacht, in dem stelle ich euch alle verbesserten Weltkarten vor. Ich blende dir das jetzt wieder hier rechts oben ein. Aber zurück zum Thema, wir werden jetzt einfach mal hier hinreisen und uns ein wenig umsehen. Und Daniel nimmt natürlich John mit. Sehr gut, die Marktstände haben bereits geöffnet. Daniel kann natürlich Gerichte bestellen, wie könnte es anders sein? Aber das Neue an diesem Mod ist, dass auch John jetzt Gerichte bestellen kann. Wir sind jetzt auf John und können auch mit den Marktständen interagieren. Okay, da ist ein kleiner Bug. Aber ansonsten funktioniert alles und dann wird er sich jetzt einfach mal ein Hotdog bestellen. Es wird ein wenig dauern, bis er dort angekommen ist. Wie realistisch das übrigens ist, dass ein Kleinkind selbstständig bei einem Marktstand Essen bestellt, ist ein wenig fraglich. Und hier sehen wir jetzt das Hotdog. Ganz wichtig ist übrigens, die Kleinkinder essen es nicht automatisch, also ihr müsst wirklich aktiv draufklicken, dass er das Essen isst. Das war es jetzt auch schon mit dem zweiten Mod. Auch das war ein eher kleinerer Mod, aber das macht ihn nicht weniger gut. Es gibt durch diesen Mod auch übrigens mehr Gerichte, die ihr bei den Marktständen bestellen könnt. Aber das alles und noch viel mehr könnt ihr auf der Seite der Creatorin nachlesen. Die Creatorin ist übrigens Little Miss Sam und bei ihr solltet ihr wirklich auf jeden Fall vorbeischauen. Sie hat nämlich so unendlich viele coole Mods, die euer Spiel auf jeden Fall bereichern werden. Also, der Link ist in der Videobeschreibung. Schaut bei ihr vorbei. Gut, und dann machen wir gleich weiter mit dem dritten Mod. Der dritte Mod, den ich euch jetzt vorstelle, das ist einer der besten Mods überhaupt. Dieser Mod bietet so viele neue Möglichkeiten. Und zwar nicht nur für Kleinkinder, sondern auch für Kinder und Teenager und eigentlich auch sogar Erwachsene. Aber ich zeige euch gleich, was ich meine. Aber bevor ich dir mehr darüber erzähle, falls dir dieses Video gefällt, dann lass mir doch bitte ein Abo da. Auf diesem Kanal kommen nämlich zweimal die Woche Videos über die Sims. Ich bin nämlich ganz neu bei YouTube und ich freue mich wirklich über jedes Like, über jedes Abo und über jedes Kommentar. Aber dann machen wir jetzt weiter. Der Mod, den ich euch jetzt vorstelle, der nennt sich Education Overhaul. Und wie ich euch bereits gesagt habe, der Mod beeinflusst nicht nur das Leben eurer Kleinkinder, sondern auch eurer Kinder und Teenager. Mit Hilfe von diesem Mod gibt es nämlich eine neue Bildungskarriere, es gibt außerdem unterschiedliche Grundschulen und Highschools, eure Kinder und Teenager müssen sich dafür auch individuell bewerben. Außerdem müssen eure Sims manchmal auch länger in der Schule bleiben, weil sie nachsitzen müssen oder sie haben einen Schulausflug, also es kommen wirklich diverse neue Möglichkeiten hinzu. Übrigens könnt ihr eure Kinder und Teenager sogar in ein Internat stecken, dann sind sie eben nur am Wochenende zu Hause. Aber wie gesagt, ich zeige euch jetzt nur, was dieser Mod für eure Kleinkinder bedeutet. Und zwar, wenn wir jetzt auf unseren John klicken, dann sehen wir hier die Option in der Vorschule einschreiben. Die Vorschule ist eine sichere und fröhliche Umgebung für Kleinkinder, um Charakterwerte und Fähigkeiten zu erlernen. Und wir werden ihn jetzt einfach mal in der Vorschule einschreiben. John wurde in der Vorschule aufgenommen, der Unterricht findet 5 Tage die Woche statt. Da er ein Kleinkind ist, sehen wir jetzt leider hier nicht genau, wann er zur Vorschule muss. Aber ich hätte gesagt, warten wir einfach, bis es Montag früh ist und sehen, wann er los muss. Während wir jetzt warten, bis der neue Tag anbricht, zeige ich euch noch ganz kurz die neue Bildungskarriere. Und zwar, wenn wir jetzt auf Jobs suchen gehen, dann sehen wir hier jetzt ganz normal eben Bildungswesen, das kennen wir ja schon. Und dann gibt es zusätzlich aber noch Lehre Grundschule und Lehre Highschool. Außerdem können wir hier am Telefon auch jemanden von der Schule abmelden. Und wir können auch zur Eltern-Lehrer-Konferenz gehen, aber diese Option ist nur von Montag bis Freitag zwischen 16 und 20 Uhr verfügbar. Wir haben jetzt Montag kurz vor 7. Ich bin schon gespannt, wann John los in die Vorschule muss. Und das ist genau das, was ich vorher kurz angesprochen habe. Wir haben die Benachrichtigung bekommen, dass unsere Teenagerin Maya in einer Stunde in der Schule sein muss. Und jetzt kam das Pop-up, Maya, deine Klasse macht eine Exkursion ins Theater. Ich wollte euch diese Aspekte des Mods ja eigentlich nicht zeigen, aber wenn es gerade zufällig passiert, dann passiert es eben. Wir haben jetzt kurz vor 8 Uhr und wenn wir auf John draufklicken, dann sehen wir, dass wir ihn hier in die Vorschule schicken können. Und genau das werden wir jetzt machen. John ist in der Vorschule, also er verlässt jetzt das Grundstück. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er auch von selbst losgegangen wäre, aber vielleicht muss man ihn auch manuell einfach wegschicken. John ist jetzt eben in der Vorschule. Ich bin schon gespannt, wann er wieder nach Hause kommt. Wie wir sehen, seine Bedürfnisse werden aufgefüllt und normalerweise sollte er auch Fähigkeiten aufbauen. Ja genau, hier sehen wir, er lernt alle Fähigkeiten, aber eben nur sehr langsam. Also es ist nicht unrealistisch, er lernt eben in der Vorschule einfach ein paar Dinge.
Er hat jetzt auch Level 3 der Fantasiefähigkeit erreicht. Jetzt hat er noch Level 2 der Denkfähigkeit erreicht. Ich finde das wirklich super am Mod und ich finde es, wie gesagt, auch nicht unrealistisch, weil man könnte die Fähigkeiten auch gleich gut aufbauen, wenn er zu Hause wäre. Es ist jetzt kurz vor 4 und John ist gerade aus der Vorstudie zurückgekommen. Wenn ich mich recht erinnere, ist er kurz vor 9 losgegangen, das heißt, er war etwa 7 Stunden dort. Seine Bedürfnisse sind auch alle erfüllt und er hat eben an seinen Fähigkeiten gearbeitet. Und das war jetzt auch schon alles, was ich euch von diesem Mod zeigen wollte. Ich kann euch diesen Mod wirklich, wirklich ans Herz legen. Er bietet so viele neue Optionen, ihr braucht ihn in eurem Spiel, wirklich. Wenn ihr alles über diesen Mod wissen wollt, schaut am besten auf der Seite des Creators vorbei. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Meiner Meinung nach erleichtert der Mod das Gameplay auch ein wenig, also zumindest das Gameplay mit Kleinkindern. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde Kleinkinder schon sehr zeitaufwendig und es ist doch ganz nett, wenn man sie hin und wieder in die Vorschule stecken kann. Aber gut, dann machen wir mit dem nächsten Mod weiter. Der nächste Mod, den ich euch zeige, der ist für Kleinkinder und Kinder geeignet. Und zwar geht es bei diesem Mod darum, dass eine Spielküche in euer Spiel kommt und mit dieser können eben Kinder und Kleinkinder spielen. Aber ich zeige euch das am besten gleich. Wenn ihr den Mod in eurem Spiel habt, dann müsst ihr die Spielküche erst einmal im Baumodus finden. Und ich zeige euch das jetzt gleich. Und zwar gehen wir in den Baumodus. Und hier in der Suchleiste geben wir jetzt einfach Kitchen ein und klicken oben auf Textsuche für Kitchen. Jetzt sehen wir alle Objekte, wo Kitchen darin vorkommt. Bei euch sollte das nicht so aussehen, ich habe nur jede Menge Custom Content. Und hier ganz unten sehen wir zwei verschiedene Spielküchen. Die zweite, also Little Chef's Toy Kitchen, das ist auch die, die in dem Mod enthalten ist. Die sieht so aus. Ich habe eben noch eine zweite Custom Content Toy Kitchen und die habe ich auch hier platziert. Übrigens, falls ihr auch eine andere Spielküche nutzen möchtet, ihr benötigt trotzdem den grundsätzlichen Mod, den ich euch jetzt vorstelle, damit auch alles funktioniert. Wenn wir jetzt auf die Küche klicken, dann haben wir zwei Optionen, und zwar Play Kitchen oder Pretend Cook. Ja, dieser Mod ist bei mir auf Englisch, ich habe nämlich keine Übersetzung dazu gefunden und bin selbst auch noch nicht dazu gekommen, eine zu erstellen. Aber der Mod ist nicht sonderlich textlastig, also ist das Ganze nicht so schlimm. Ja, wenn wir auf Play Kitchen gehen, dann erfüllt das ganz einfach das Spaßbedürfnis des Kleinkindes. Also wir sehen, er geht eben zur Küche. Ich finde die Animation absolut großartig. Also wie er hier auf dem Bücherstapel steht und dieser süße Hut. Bei Play Kitchen sieht es übrigens so aus, dass dabei das Spaßbedürfnis erfüllt wird und Kinder und Kleinkinder arbeiten an den Fähigkeiten. Also bei Kleinkindern wird die Bewegungsfähigkeit erhöht und bei Kindern die Motorikfähigkeit und die Kreativitätsfähigkeit. Die zweite Option ist Pretend to Cook und das werden wir jetzt gleich einmal machen. Wieder die gleiche, unglaublich süße Animation. Und das Coole an dieser Interaktion ist, dass eure Kinder und Kleinkinder dabei etwas erstellen. Also Kleinkinder erstellen dabei ein Spielzeug und zwar hier ist es ein Sticker Rock. A little chef in the making created this thing. It's definitely not eatable. Grob auf Deutsch übersetzt, ein kleiner Chef in Ausbildung hat dieses Ding gemacht. Es ist definitiv nicht essbar. Und dieses Ding kann er jetzt in seinem Inventar platzieren, er kann es einem Namen geben, damit spielen, das Spielzeug seinen Familienmitgliedern zeigen oder es weglegen. Also er kann es ganz normal wie jedes andere Spielzeug behandeln. Kinder machen bei dieser Interaktion übrigens wirklich einen Snack, den sie dann auch essen können. Ja, und das ist der Toy Kitchen Mod. Das war jetzt auch schon der letzte Mod, den ich euch vorstellen möchte. Auch dieser ist jetzt nicht unbedingt sehr groß, aber er ist so unglaublich super süß. Ihr braucht ihn auf jeden Fall in eurem Spiel. Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls du übrigens noch einen Mod für Kleinkinder kennst, den ich noch nicht in meinem Spiel habe, lass ihn mir doch in den Kommentaren da. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jedes Kommentar. Meine Videos kommen jeden Montag und jeden Donnerstag genau auf diesem Kanal.